Bisher bei Alan Wake. Unter dem Einfluss des Dunkels schrieb ich eine Horrorgeschichte, die wahr wird. Jagger war die Lektorin und hatte dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger und mächtiger machte. Ein Teil von mir war klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Zusammen können wir etwas absolut Wunderbares erschaffen. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Meine Mutter gab mir einen alten Lichtschalter. Den Klicker, hm? Alice ist in einem dunklen Gefängnis. Ich muss dringend zu Cynthia Weaver. Es ist ihre Schuld und sie bezahlen dafür. Wir erwarten eine rekordverdächtige Besucherschar aus der Umgebung. Natürlich hoffen wir, den Rekord zu brechen, den Watery letztes Jahr mit seinem Hirschfest aufgestellt hat. Meine Damen und Herren, ich wurde von einigen Leuten gefragt, was am Hirschfest so besonders ist. Und ich denke, es ist das Folgende. Es geht um Freundschaft und Gemeinschaft. Uns steht eine Riesenparty bevor, aber lasst uns bis morgen noch Ruhe bewahren und die Nacht gut überstehen. Okay? Ich habe es. Jemand wird kommen. Wenn es an der Zeit ist, hat Thomas geschrieben. Es ist von ihm. Der Schlüssel ist die Versicherung. Es ist meine Aufgabe, ihn zu bewachen, im Licht aufzubewahren. Ah. Immer im Licht. Alle Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, ja, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Nie wieder Alkohol. Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was? Die alte Schrulle? Wie du was meinst, Elle, aber wir sitzen Sie hier fest. Die werden uns nicht... Wir haben Wake ja nicht mal befragt. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Oh Mann! Ohne Licht haben wir keine Chance! Bleiben Sie ruhig. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Okay, damit sage ich mal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Die letzte Aufnahme ist schon sehr, 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 sehr lange her. Also wirklich sehr, sehr lange. Und jo, ich würde sagen, gehen wir mal in Sarahs Büro. Oder wie heißt sie? Sarah. Und Barney versperrt ihr den Weg. Sie sprintet wie eine Königin in ihn rein. Ist ja klar. Oh Gott, was liegt denn das Polizeiauto hier? Hm, egal. Da ist eine Thermosflasche. Okay. Ja, ich bin ziemlich raus aus dem Spiel. Ich, wie gesagt, ich habe schon ewig nicht mehr aufgenommen. Ich bin mal gespannt, ob wir hier jemals wieder rauskommen und ob der Notstromaggregat oder ob der Notstrom auch wieder angeht oder ob er überhaupt mal angeht. Mein Gott, mein Deutsch ist im Arsch. Sarah? Ja? Ist an. Boah, sie sprintet, okay. Wieso sprintet sie eigentlich immer? So voll so, ich kann nicht sprinten. Cool. Hier ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay.
Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu ihrem Freund. Rettungshubschrauber? Oh, das klingt doch mal geil, oder? Fett. Wheeler, Sie müssen hier bleiben. Was? Nein. Wir machen den Heli startklar, aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche Ihre Hilfe. Gut. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an und teilen Sie eine Nachricht von mir mit. Night Springs. Okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Breaker? Ein Verwandter? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, gehen wir, Wake. Hinten raus. Hinten raus, okay. Pizza. Meinst du, ich kann mir irgendwo eine bestellen? Ach Mensch, ey. Wie heißt er nochmal? Barney? Nee. Hallo, Mr. Breaker. Hier spricht doch, Barry, nicht Barney. Oh Gott. Barney, ja genau. Okay, liegt hier noch was? Nö. Gut, dann auf zum Hubschrauber. Komm, mach auf. Was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Das. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay, aber beeilen Sie sich. Das gefällt mir nicht. Der dampft schon so böse. Aber okay. Dann müssen wir mal wieder vorgehen. Ist ja klar. Ein Weg auf die Dächer finden, ja. Zu, okay. Viele Möglichkeiten bleiben hier nicht mehr. Da ist eine Leiter. Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Oh, da dampft schon wieder was. Oh Mann, wieso dampft hier alles? Komm, geh mal da bitte und jetzt komm und danke. Okay. So. Oh, Batterie. Batterie. Eine Batterie. Ach, hier ist... Ah, okay, ich dachte schon. Was hat mir denn jetzt bitte Schaden gemacht? Benutzen. Da steht sie im Licht. Ich hoffe, das Licht geht nicht aus. Und so. Überall der Schleim. Und Raben. Oder Krähen. Ich weiß nicht, was es genau ist. Ich glaube, es sind Raben. Scheißschleim. So. Oh, Leuchtfackeln. Na, die sind vielleicht auch noch sehr nützlich später. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Aber ich glaube, lang ist das Spiel nicht mehr. Ich müsste es bald durchhaben. Oh, was steht hier? In Light... You can hurt them. Ja, das weiß ich. Das weiß ich mittlerweile schon. Das ist dann für die, die das ganze Spiel über gepennt haben. Die kriegen es hier extra nochmal gesagt und, ich glaube, die Tipps sind auch von diesem Autor da, von dem... Oh, wie heißt der? Ist schon zu lange her. Ich weiß den Namen nicht mehr. Von dem Autor. Thomas Zane? Kann das? Ich glaube, so hieß der. Ich glaube, die Tipps sind von dem... Naja. Au! Wie ich sie hasse, ne? Au! Wow! Wow, wow, wow! Ja, kommt nur. Jetzt ist vorbei, ey. Ah, kommt! Mistviecher. Oh nein! Wieso ist er jetzt nicht gesprungen? Warum ist... Oh nee, ich bin wieder hier. Och Mann. Aber ich wüsste echt mal gern, warum er gerade nicht gesprungen ist. Ja gut, da hilft nur die Pistole. Fr-
Frisches Seefutter. Haha, wisst ihr, die Übersetzung ist. Was? Nee, jetzt komm, jetzt spring doch einfach, Ellen. Autos, deren Innenbeleuchtung leuchtet, sind fahrbereit. Nee, ich hätte gedacht, die wären jetzt beschädigt. Hm, so kann man sich täuschen. Oh, wieso? Komm, ja, er hat's geschafft. Nix da. Oh, das war's? Hey, Sheriff, okay. Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns, dass Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Oh, das glaube ich. Das Ding hier, ne? Das wird mich noch richtig... Ach so, das ist der Schleim da dran. Sie müssen den Schaltkasten überbrücken. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Ist ja gut, ey. Ich mach's ja schon. Ach, das war der Schleim. Ich dachte, das Ding, das ganze Ding ist hier verseucht. Aber okay. Tipp, 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 tipp. Gute Arbeit, Wayne. Okay, bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da okay. Sind die Schlüssel zum Heli. Okay. Ja, klar, die Schlüssel zum Heli sind im... im Rathaus. So, weg mit dem. Wow. Bam, einer ist weg. Bam, der zweite ist weg. Okay. Oh, die schießt echt auf alle. Gut, alle sind weg. Geil. Hat doch ziemlich gut geklappt. Muss ich doch jetzt schon sagen. Deswegen hat man auch so viel Munition gekriegt. Oh Gott, das Auto da gefällt mir nicht. Aufpassen! Der Hirschwagen! Okay, der fährt einfach mal weg. Oh. Oh mein Gott, der Fette da. Der Fette da ist böse. Ausgewichen, Opfer. So. Ja, genau. So, alle weg. Na los. Wo ist denn das? Das doofe Rathaus hier. Wo ist denn das, Sarah? Wo ist das? Was liegt hier? Ein Boot auf der Straße. Hm, ich stell's mal nicht in Frage. Es liegt halt... wieso läuft die jetzt da lang? Sinn? Da will ich rein. Da ist hell. Ah, was? Oh, Mann, Jones. Jetzt schreibt mir... was? Sarah, nicht verrecken. Oh, ja, ich zocke auch weiter, Jones. Das kannst du mir glauben. Mann, schreib mich doch nicht während dem Let's Playen an. Das ist doch doof. So, noch mehr Zeugs. Ich will ein paar Erklärungen hören, ja? Was? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche, von der Sie nichts wissen? Oh, ich erinnere mich jetzt. Aha, jetzt auf einmal, ne? Ist klar. Was steht denn da? Follow. Okay, ich folge. Ich folge. Das war ja so unerwartet, ne? Damit hätte ich nie gerechnet. Was? New Yorker unhöflich? Ja. Weiß nicht, ich war noch nie in New York. Sind die unhöflich? Habt ihr Erfahrungen damit gemacht? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Ich war noch nie in New York. Sie haben das Recht.
Ist ja geil. Ist das der Henker, oder? Oh. Haltet sie fern. Oder ist das der Richter? Ey! Du kleiner Stüppi hier, ey. Der Bam und... Und der letzte Schuss. Aua. Und du auch noch. Na komm. Schön. Schön, schön, schön. Da ist Dixie, Dixie. Ganz viele Dixie-Klos. Warum eigentlich hier? Und wieso immer zwei zusammen? Na, egal. Ja, sie stößt einfach auf. Oh. Geil, Licht. Ich hab Licht gemacht. Es wurde Licht. So, Bright Falls. Deer Fest, also Hirschfest. Och nee. Bleib wo du bist, Auto. Na komm, na komm, na komm. Hier drüben, hier ist Licht. Okay, dann schnell dahin, bevor alles explodiert. Husch. Ich habe einen Schlüssel. Geben Sie mir Deckung. Och nee. Ja, okay. So, der ist weg. Der Fette da muss auch noch sterben. Schneller, 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 Ellen, schnell. Bam, bam. Und wow. Jawohl, alle abgezockt. Na, dann schließ doch bitte mal auf, Herzchen. Da kommt ja noch einer. Ah, mit einem Laubgebläse oder ist das eine Kettensäge? Eine Kettensäge, okay. Ja, komm nur, komm nur. Ja, komm, du Fettsack, ey. Vor dir habe ich keine Angst. Bam, bam, drei Schrotflinten Schuss. Also sie hat einen, ich habe zwei Schuss abgegeben. Das passt doch, oder? Wow, voll ausgewichen. Und bam. Abgezockt. Dann mach mal auf. Komm. Komm, Süße, mach auf. Gehen wir, Wake. Das will ich natürlich auch mitnehmen. Ja, komm, dann lauf. Lauf. Wo ist Licht? Da ist Licht. Oh, oh. Ist das schon das Rathaus? Ist das das Rathaus? Na, okay. Nix dagegen. Hier hat jemand am Sicherungskasten rumgespielt. Reparieren Sie das, während ich die Schlüssel suche. Ich habe heute schon einen Stromschlag abbekommen. Wie wäre es, wenn ich die Schlüssel suche und Sie schmoren? Schön, Sie sollten im Sekretariat auf der anderen Gebäudeseite sein. Beim Haupteingang. Okay. Oh je, ganz allein in so einem großen Haus rumlaufen. Eine Manuskriptseite, die würde ich gerne lesen, dann wüsste ich nämlich schon, was passiert. Die Nachricht war von Barry. Er machte sich im Sender langsam Sorgen und trieb uns zur Eile an. Ja, ist ja gut, Barry. Selbst wenn du verreckst, ne? Es bin ja nicht ich. Du, 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 du. Die braucht aber lang. Die Schlüssel sind nicht oben, Wake. Ich sehe mal kurz nach. Nicht oben? Ja, aber wo soll sie denn sonst sein? Ach, ein Fernsehgerät. Okay. Und hier? Aha, ein Pfeil. Was macht der denn jetzt hier? Okay, ich stell's mal nicht in Frage. Eine Leuchtpistole. Cool, mit einem Schuss und Leuchtfackeln. Gut. Die Leuchtpistole werde ich mir mal aufsparen. Die brauche ich vielleicht noch gegen einen Boss oder sowas. Die Fackeln sind nicht oben, Wake. Ja, wo denn dann? Ach, es wird mir ja angezeigt.
Moment. Moment. Kann ich da rein? Nee. Es wird mir zwar angezeigt, aber ich kann ja nirgends hin. Hier ist auch keine Tür. Oh Mann. Hier, natürlich. Alter. Na komm, mach die Tür auf. Na komm. Ich warte nur drauf. Na, put, put, put. Hallo? Ach, da bist du ja. Oh Mann, du fette Sau, ey. Du nicht. Du nicht. Was liegt denn hier? Ja, klar, ein Jagdgewehr. Okay, wie viele Schuss? Zum Jagdgewehr zu... Ja. Mach mal. 8 Schuss. Ich weiß jetzt nicht, was Jagdgewehr besser? Ah, ich habe auf jeden Fall mehr Munition dafür. Auch wenn ich glaube, dass das Jagdgewehr schwächer ist. Ich weiß nicht warum, aber ich finde Streuung immer besser als Einzelschüsse. Außer in Killing Floor. Da ist es umgekehrt. So, Leuchtfackel. Und da drüben, was gibt's da Schönes? Clerks. Was heißt der Clerk? Clerks Office. Die Gaming Clerks sind hier zu Hause. So, die ich übrigens nicht gucke. Und auch nicht lese. Und auch nicht... Oh, hallo. Es ging aber schnell. Ja, komm. Ach. Habe ich die Schlüssel übersehen? Ach ja, Tatsache. Okay, Sheriff. Ich habe die Schlüssel. Oh. Okay. Und jetzt? Barry? Wieso ist er nicht drin? Oh Gott! Ein Polizeiauto. Barry, pass auf! Barry, weg! Ach du Scheiße! Barry! Er hat's reingeschafft, Wake. Er ist okay. Na, hoffen wir's. Sonst ist er jetzt matsch. Die Vorderseite ist blockiert. Los, Wake, gehen wir außen rum. Wir können ihn hinten treffen. Okay, anstatt dass wir da drüber klettern, laufen wir außen rum. Ich würde es ja ganz genauso machen. Lesen. Es gibt Aufzeichnungen darüber, dass das hier lange dauert zu lesen. Deswegen lasse ich's. Und ich weiß, dass Deutsch war für den Arsch. Für den Arsch, Arsch. Für den Arsch. Immer drauf, Mann, ey. Immer, immer, immer. Ja, Fettsack, ja. Was willst du tun? Gar nichts, Mann. Alter. Ey. Das habe ich dir nicht erlaubt. Headshot. So. Dann lauf mal weiter. Ich lauf dir immer hinterher. Süße. Der Arsch, Mann. Der Arsch. Wenn man nur so könnte. Hey, Wheeler sollte hinten auf dem Hof warten. Ruhe, verdammt. Oder ich rufe den Sheriff. Oh, hi, Doc. Alles unter Kontrolle, keine Sorge. Sarah, wird auch Zeit, dass jemand auftaucht. Dieses ständige Geballere in die Luft ist idiotisch. Es wird noch jemand erschossen. Und das am Hirschfest. Ich weiß. Gehen Sie wieder ins Bett. So ein Idiot. Hören Sie, diese Stadt schafft das nicht. Sie wollen mich. Je eher ich verschwinde, desto früher kehrt für die anderen Normalität ein. Mach auf. Sie haben recht. Los, lassen Sie mich diese Tür öffnen. Na, okay, ich lasse dich. Die Schlüssel zum Buchladen? Gut, Sheriff zu sein. Eine Frau muss sich zu helfen wissen. Oh. Ich meine natürlich Thermosflasche. Oh, cool. Ich gehe erst oben hin. Die kann mich mal. Ich hätte gerne Harry Potter Band 1 bis 7. Ach, haben sie nicht, okay. Catch Dopefish. Bob Beer. Ich glaube, er Pedo Beer wird besser passen. Ja, ja, ja.
Okay, hier gibt's nichts Interessantes. Da ist schon wieder ein Pedobär. Der Pedobär. Die nutzen das wirklich aus, dass sie hier sind, Wake. Ich habe gehört, dass die viele von ihren Alex Casey Büchern verkaufen. Gerade bin ich kein großer Fan meiner Romane. Okay. Ja, gerade. Ne? What? Oh. Da, Wake. Ist er das vielleicht? Das ist der Weg zum Hubschrauber. Barry hat doch keine Leuchtpistole. Oder hat er die mir etwa telepathisch geklaut? Oh, ich hab sie noch. Okay. Hier wird nicht gespielt. Ich hab's geschafft. Ne, Thermos. Oh, guck mal, ein Schaukelpferd. Fall um. Haha, bin ich böse. Und hier eine Wippe. Ja, komm, geh kaputt, du blödes Ding. Okay. Zur Kirche gehen. Zur Kirche gehen, dann lauf mal vor zur Kirche. Ich bin zwar nicht so gläubig, aber ich glaube, das da ist eine Kirche. Ist ein Kreuz oben drauf. Nix. Was? In einem Tag! Oder noch ein Tag bis zum Hirschfest. So ist vielleicht besser formuliert. Jagdgewehr habe ich doch schon. Yes! Blendgranate. Oh, Blendgranaten. Oh, wie viele habe ich denn? Ach, nur 4? Okay. Schade. Süße. Ich glaube, ich baue einen Counter ein, wie oft ich Süße sage in dem Part. Ich werde Pastor Howard wegen diesem Schloss noch was erzählen. Ich habe ihm gesagt, er soll es reparieren. Genau, macht ihr mal Pause, ihr fetten Viecher, ey. Ach Mann, diese Arbeiter immer. Die sind immer so unzufrieden. Tschüss. Die sind immer so unzufrieden. Omega-3-Fettsäuren sind gut für das Herz. Das glaube ich allerdings nicht so, ne? Omega-3-Fettsäuren. Oh Gott. Die sind alles so fette eigentlich, oder? Das sind alles so schnelle Typen. Au. So, Headshot, Mann. Ich hoffe, der kommt. Scheiße, ich wollte es gerade sagen. Ich hoffe, der kommt hier nicht hoch. Oh, ist der Typ schnell, Mann. Der zieht davon wie nichts Gutes. Hey, Typi, bleib doch mal stehen. Au. Okay, der ist weg. Ich habe nicht mehr viel Energie, aber ich habe genug, um den Idioten da zu stoppen, ey. Schnell. Und bam. Weg ist er, Mann. Nicht noch eine Welle, oder? Da hinten sehe ich was! Okay, ist offen. Ja, Klappe erhalten. Ich muss erstmal tanken gehen. So. Schön. Voll. Sale? 50% reduziert! Aber leider sind keine Ständeverkäufer da. Och Mann. Was? Keine Waffen? Oh. Okay. Ich gehe nicht. Oh, sie geht einfach rein. Okay, ich gehe auch rein. Wow. Die lassen wir in der Nacht vom Hirschfest immer an. Die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. Die Dinger hier. Die sind aber hässlich, ey. Hässliche Tradition. Und wieso hängen hier amerikanische Flaggen in der Kirche? Ich meine, bei uns in Deutschland hängen auch keine Deutschflaggen in der Kirche, oder? Oh Mann, dieses Land. Oh, eine Manuskriptseite. Ach, ja genau, ich lese jetzt mal vor. So, also, das Dunkle jagt Wayne und tschüss. Mehr wollte ich gar nicht wissen. So. Was steht denn hier? Kann ich das lesen? Nö, das ist das Grundgesetz oder so. Steht natürlich auch in der Kirche. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar,
Der Weg durch die Gruft ist eine ausgesprochen schlechte Idee. Ja. Aber, okay, mach mal einfach mal, okay? Durch die Gruft. Der Part wird auch etwas länger, also stellt euch darauf ein, dass der schon mal 30 Minuten oder länger gehen kann. Da ist eine Thermosflasche. Sie haben das Recht, zu schweigen. Und du hast das Recht, dich zu verpissen, Junge. Guckt neu an den Fetten, ey. Zwei Fette. Au. Okay, tschüss. Also zwei Fette, nö, da ist Schluss bei mir. Ach, die Blendgranaten, das sind echt die stärksten Waffen. Da kann nicht mal die Leuchtpistole mithalten. Da müssen wir hin, aber da ist doch noch was. Ein Ofen. Ich will da rein. Mach auf. Okay. Da ist nichts mehr. Okay. Dann gehen wir doch mal. Mein Kater, oh, komm. Nicht jetzt, ne? Ich bin gerade am Zocken, ey. Treten und bam, Fußruder. Haben Sie den Notruf gewählt? Ja, klar. What the? Er hat wohl das Licht gesehen, hä? Das ist Barry, oder? Hat euch nicht gefallen? Anspruchsvolles Publikum. Tja, ich hab noch mehr. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Zum Schutz, Mann. Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Aber eigentlich gar nicht so dumm, oder? Jetzt leuchtet er. Also, wenn auch nicht stark, aber er leuchtet immerhin. Na gut, ob das die Äxte aufhält, das bezweifle ich. Aber die Leute auf jeden Fall. Also, auffressen werden sie ihn auf jeden Fall nicht. Aber totschlagen, das, ich meine, da müssen sie ihn ja nicht berühren und nicht so nah ran. Äxte werfen, ne, das ist... egal. Gute Idee, Barry. Super Idee. Du bist echt der größte Held. Und ich mag die Grafik echt. Die ist das so schön. Das Warenhaus von Bright Falls ist von nun an mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Seht ihr diese Stirnlampe? Das ist wie Superkraft. Ich muss nur eines von diesen Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Alter, der Typ ist krank. Der hat so viel gelesen. Ja, ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Mistgar. Aber Alan, der antwortet manchmal so abgehackt, so. Ich will auch eine. Letzte. Du Arsch. Ich bin cool. Immer so abgehackt, das gefällt mir nicht so. Also da hätte der Synchronsprecher echt mehr Enthusiasmus reinbringen müssen, aber okay. In oder Enthusiasmus? Enthusiasmus? Wenn dir jemand einen Schulbus vor den Latz knallt und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der vielleicht gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Nach Knights. Alter! Der Typ, der... Ich glaube, der könnte selbst gut schreiben. Ach du Heilige. Ja, auf jeden Fall. Aber nicht mit dir, Junge. Schau ihn an. Ey, guckt ihn euch an. Ey, Barry ist der Beste, Mann. Aua. Oh, Headshot. Okay. Ja, komm her, du Idiot, ey. Oh. Okay. So. Ja. Barry ist echt ein bisschen verrückt, glaube ich. Und ich habe zwei Schuss für die Leuchtpistole. Schön. Autofahren kann man ja leider nicht mehr. Schade. Aber kommt vielleicht nochmal. Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Beeilen Sie sich. Ich will hier endlich weg. Ja, ich auch. Aber die Dinger können wir, glaube ich, abschießen und dann explodiert alles. Wie geil! Also die roten Fässer. Also ich meine, rot ist ja generell in Videospielen so ein Zeichen für explosiv. War es ja auch schon immer. Und ich glaube, damit kann man hier taktisch wirklich was reißen. Aber ich bin einfach zu doof und werde es eh verhauen. Also ist das egal, dass hier Fässer rumstehen. Die Dinger hier muss man auch gut nutzen, nehme ich an. Naja. Ja, macht mal schneller hier. Na, danke. Sie kriegen sie nie zurück. Wir sind noch nicht da. Bereit mal. Wehr sie ab. Alter.
Wieso explodiert der Dreck nicht? Aufheben, ich brauche Blendgranaten. Na gut, ihr wollt jetzt nicht anders. That was pretty easy. Ich glaube, das Ding ist sauer. Wow, wow, wow. Wow, wow. Gegner? Hallo. Ach, da kommen sie. Ja, da kommen sie, ja. Ja, komm. Put, 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 put. Arsch, Mann, du. Blöder. Penner. Und... Au, okay, das reicht. Das reicht. Tschüss, Mann. Jawohl. Ich liebe die Blendgranaten. Und die sind so geil, Mann. Ich verstehe leider nichts mehr. Es ist zu laut. Alter. Alter. Ich hab's ja kapiert. So, aber wirklich fordernd. Ah, da liegt noch Zeug. Da liegt ganz viel Zeug. Ich will die Pumpgun. Wow. Na, kommt her. Na, kommt. Na komm, tut es! Tut es! Tut es! Tut es! Au, au! Okay! Tut es nicht! Bams! Man, ey, das ist doch hier! Ich sehe nichts mehr, danke, bis zur Start! Was? Noch eine Welle? Ah, das gibt's ja nicht. Okay, ich werde meine. Meine Blendgranaten alle verschwenden. Ein roter. Ich mag rot. Also ganz ehrlich, ich mag rot. Aber der sieht wirklich fies aus. Ja, genau. Hier, komm, friss. Mann. Oh, der ist zu weit weg. Na, komm mal her, Junge. Na, komm her. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Und. Na, Junge, weißt du schon, was kommt? Bam! What the? Einfach zu Weaver, Chef. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Das glaube ich auch. Puh, das war jetzt spannend, hey. Aber es ist verdammt laut. Die Cutscenes sind verdammt laut. Gewöhnt. Klar, die Stadt ist ein Kriegsgebiet. King Kong mutierte Alligatoren und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mein Reporter. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein, nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar, Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Oh nein. Nein. Oh, schön. Alle weggemacht. Okay, okay, okay. Brenzlige Situation, überall Raben.
So. Sekunde, bevor es jetzt weitergeht, ist der Part zu Ende. Der ist nämlich schon etwas länger, glaube ich. Ich vermute es mal. Und im nächsten Part machen wir dann weiter, gehen ins Kraftwerk und finden diese alte Lady. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ist ja auch egal. Wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann.